Fitness. Ist ja unglaublich, sind ja richtig innovative Produkte, die auch die Kreativität der Kinder anregen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir versuchen ganz einfache Objekte zu machen, die die natürliche Neugier und die Spiellust der Kinder herausfordern, die einladen zum Experimentieren, zum Anfassen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick ganz klar ist, was es ist, aber es macht neugierig, wie dieses Teil hier, so ein grüner Alien, den man mitspielen kann mit den Saugnäpfen. Der macht Geräusche, man schaut, was man mit machen kann, vielleicht schaffe ich es, den festzukleben, dann habe ich da quasi Antennen. Aber alles ist kombinierbar. Objekte funktionieren miteinander. Passend zur Regenwolke haben wir eine Sonne. Das ist ein haptisches Element mit Bürsten. Aha. Ich kann das Ganze als Kreisel brauchen. Ach, toll. Kombiniert mit dem kriegt man dann plötzlich eine Sonnenblume. Also Gott, alles ist völlig offen. Es ist ein organisches, fast ein Konstruktionsspiel, das Kinder dann zum Experimentieren auffordert. Toll. Wie sind Sie denn auf so eine Idee gekommen, jetzt mal ganz ehrlich? Das ist ja so kreativ. Die Spielwarenbranche ist sehr eng. Es ist alles sehr geschlechts- oder altersspezifisch. Genau. Und ich finde es spannender, Objekte zu haben, die je nach Alter neu interpretiert werden, die den Kindern Raum lassen für die eigene Vorstellungskraft und in dem Sinn mit den Kindern wachsen, die immer wieder neu entdeckt werden können und dann auch nicht alt werden, weil die Kinder geben dem ganzen Sinn und Zweck. Also, und wie ist so die Altersrange, würden Sie sagen, von bis? Der Fokus ist Vorschulalter, so von 2, 3, 5 Jahren, so dieser Bereich. Aber wir haben viele ältere Kinder, die nach wie vor damit spielen. Und das ist eigentlich das Schönste zu sehen, wenn die Objekte auch bei Teenagern noch im Zimmer da sind. Vielleicht auch noch für mich geeignet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das auch Spaß hier mit der Wolke. Wir haben viele Erwachsene, die Sachen auf dem Schreibtisch haben als, das glaube ich, als Gadget, wo man mitspielt. Weil es einfach Sachen sind, die man anfasst. Also ich bin total begeistert. Gibt es jetzt auch irgendwas Neues? Ja, wir haben dieses Jahr 2 neue, vom Tierreich inspirierte Charaktere, die wir vorstellen. Das eine ist Boy, es ist eigentlich das klassische Stehaufmännchen. Das aber so ein bisschen an Ente oder Pinguin erinnert. Och. Der dreht oder kreiselt, aber der ist auch wie die Pinguine, sowohl auf dem Land wie auch im Wasser zu Hause. Also der lebt dann auch in der Badewanne zum Beispiel und macht da Spaß. Und das zweite Teil, was wir hatten, wir haben schon lange einen Elefant machen wollen. Ja. Aber was macht die Essenz vom Elefant aus? Und wir haben dann schlussendlich sind mit der Lösung gekommen, der Elefant aufs Wesentliche reduziert. Und das ist der Rüssel, der Spaß macht. Aber auch da wieder kombinierbar. Also ich kann dann quasi meine Morgentasse zum Elefanten machen. Ich kann es kombinieren mit anderen Spielsachen von unserer Linie, mit dem Rüssel dran. Super. Oder ich kann auch. Das will ich auch ausprobieren. Das ist ja super. Genau. So. Hervorragend. Super, oder?